2 Lollis, 40 Cent. Dankeschön. Mega lecker. Mega beliebt. Ob Schweizer Stammgäste, Touristen, Einheimische. Splätzle von Franzi und Corinna ist der Treffpunkt in Gaienhofen. Der kommt öfter, oder? Der ist ganz schön oft da. Das Motto der beiden: authentisch, natürlich, regional, alles selbstgemacht. So, einmal noch einen Käsekuchen, bitte, Annette. Käsekuchen. Boah, hier geht was. Einmal mit Sahne. Ah, der ist schon drauf. Einfach so oder auch mit Sahne? Der ist ohne Sahne. Ich frage mich ja, wie die beiden das schaffen. Sie haben beide Familie, aber für ihren Laden geben sie alles. Also man muss bei uns auf Zack sein. Das sehe ich bei euch beiden. Und ihr macht, wer macht was? Was machst du? Ich bin Organisatorin, also ich mache Bürobuchhaltung, Personal. Ich komme aus der Szene, ich bin Hotel- und Gaststättenassistent und auch Bankkauffrau. Und die Corinna ist eigentlich Floristin, das sieht man unseren schönen Blumen. Aha. Genau, und aber leidenschaftliche Bäckerin. Ja. Und Köchin und hat sich hier auch selbst verwirklicht. Überall merkt man die Liebe zum Detail. Die Atmosphäre ist toll. Von der Hektik drinnen kriegen die Gäste draußen nichts mit. Und hier, ich meine, ich bin total begeistert. Das ist ja alles selbst gemacht hier von euch, gell? Ja, also bei uns, das verstehen die Leute oft nicht. Also unser Tag fängt halt spätestens um 6 Uhr morgens an in der Hauptsaison. Ja. Corinna hier drin, bei mir ist es zu Hause mit Abrechnungen, allem drum und dran. Und um 10 muss alles stehen. Also wir müssen um 10 so weit sein, dass der Tag beginnen kann, weil wie ihr seht, im laufenden Geschäft machst du da nicht mehr viel. In der vierten Saison leben die beiden Energiebündel jetzt schon ihren Traum in Gaienhofen. So, guck. Ja, ich verstehe dich auch. Ja? Wir machen immer über den Eichstrich. Bei uns sind sie immer dicke, gute Schorle, sagt man. Dicke, gute Schorle. Sehr gut. Winzerschorle. Okay. Für die beiden ist das Seeufer der perfekte Ort zum Schaffen. Für ihre Gäste zum Relaxen. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinnsausblick. Ich meine, einer der schönsten Arbeitsplätze, also zumindest wenn man rausguckt. Ja, manchmal verfluchen wir ihn auch, weil deshalb kommen ja so viele Menschen und wir haben echt ein bisschen Stress. Nein, aber es ist natürlich wunderschön. Also wir haben die Schifffahrt, da fährt gerade das große Schiff Richtung Schaffhausen hinweg, Richtung Steckborn. Ist es schon so ein Traum, den ihr euch hier beide verwirklicht habt? Ja, manchmal ist schon auch ein Albtraum. Aber schon in sich ist schon ein Traum. Corinna ist echte Gaienhofenerin. Mama Uschi schaut öfters vorbei. Anfangs war sie ja skeptisch, ob das alles zu stemmen ist. Aber das ist so angenommen worden, das hat kein Mensch gedacht. Keiner. Gell, Corinna? Ich sag immer, alles, was man mit Herz macht, wird schön. Egal, ob das dein Hobby ist, dein Beruf ist, deine Partnerschaft, alles, was Leidenschaft ist, wird super. Und wir haben Leidenschaft in den Laden reingesteckt. Hallo. Genug geschafft, oder? Genug geschafft. Wir als Dreamteam. Das sind wir. Ja, nein, das ist ein echtes Dreamteam. Nee, wir haben uns gesucht und gefunden. 4 Jahre lang noch kein einziger Knatsch, noch kein Streit, obwohl wir 15 Stunden im Prinzip 7 Tage die Woche miteinander verbringen. Über 4 Jahre hinweg gab es noch nichts. Ich glaube, das gab es in keiner Partnerschaft bei uns. Ich sage nur so viel. Ihr macht es super, macht weiter so. Schön, dass ihr da wart.